Liebe Leute, damit herzlich willkommen zu Teil 3 von Bassi und Jenny on Tour. Wir sind jetzt angekommen. In Bad Soderode. Genau. Im schönen, beschaulichen Harz. Oh, hier ist so eine Ruhe, ihr glaubt es nicht. Das ist ungefähr so ein 1000-Seelendorf, hier wo wir sind. Das ist, gehört zu Bethlenburg. Ist aber so ein kleines Mini-Stadtteil. Ja, so ein Stück weg von Thale, wo es auch morgen hingeht. Genau. Da ist ein bisschen mehr los. Und wir haben hier gerade unser Hotelzimmer bezogen und das wollen wir euch mal zeigen, weil es ist ziemlich krass. Ja, das ist echt. Wir gucken uns das mal an. Das hier hinten ist tatsächlich ein Erkerzimmer, wo wir gemütlich sitzen können. Ich vielleicht auch mal ein Buch lesen kann. Natürlich nicht. Das haben wir jetzt nicht gehört. Ja, das ist sehr unrealistisch. Und dann geht es hier weiter, dass das Wohnzimmer sogar mit Kühlschrank. Genau. Und eigener Kochzeile, wenn man das hier mal sieht. Also ziemlich oldschool, ich mach das mal auf. Aber ist cool, also wir haben ja zwei Herdplatten. Guck mal, ob wir jetzt überhaupt was sehen, geht das nicht? Ha, ja. Geil. Genau, mit Kochplatten, alles drum und dran, richtig nice. Geschirr und allem drum und dran und Besteck, alles da, auf die niedlich. Oh, direkt für zwei, oh, ist das süß, das für zwei Personen. Für zwei Personen hergerichtet. Schön, da können wir uns richtig was zubereiten. Genau. So, ja, dann geht's weiter, nämlich ins Schlafzimmer, weil das ist eine... Ja, Zweiraumwohnung? Ja, im Endeffekt schon fast, ne? Großes Bett, tatsächlich. Zwei-Personen-Bett im Nebenzimmer, aber Vorsicht, Stufe. Also, hier ist wirklich eine ordentliche Kante. Und hier mit so einem Durchgang, mit so einem Bogen. Also, wenn ich heute Nacht irgendwie Hunger kriege, dann könnte es schwer werden. Ja, ich glaube, dann wird sich Basti das Bein brechen. Oh das je. Könnte passieren. Wo ist hier das nächste Krankenhaus? Jetzt kommt noch das Badezimmer. Das Badezimmer ist auch sehr, sehr nice. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier, wo ist hier der Lichtschalter? Wo ist der Lichtschalter? Da ist der Lichtschalter. Genau, hier schön mit schicker Dusche, neu alles gemacht, wunderbar. Das sieht sehr schön aus. Und jetzt kommt das Geilste. Wir bezahlen hier ohne Mist pro Nacht 55 Euro. Ja. Das sind mal Preise, das ist echt derbe. Das ist typisch Osten, glaube ich. Das ist typisch Ostdeutschland, aber wirklich nett gemacht. Richtig schön gemacht, ja. Frühstück nicht inklusive, das kostet nochmal 8,50 mehr, aber ey, für den Preis kannst du echt nicht mehr gehen. Nee. So, wir sind jetzt hier an einem geheimen Ort, der sogenannten Lessing-Höhle. Um diese Höhle ragt eine Legende. Ihr seht es schon, wir machen erstmal hier einen kurzen Schwenk. Und die Legende besagt, wenn man in diese Höhle geht, kommt man 1986 wieder raus. Ich glaube, du hast das ein bisschen verwechselt, Schatz. Ist das nicht die Dark-Höhle? Nee, das ist die Fledermaushöhle. Ach so. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Tschüss! So, liebe Leute, es hat 3 Tage gedauert, aber da habe ich ihn.
den Sonnenuntergang. Also mehr oder weniger. Ein bisschen wolkig ist es, aber wir haben das. Oh. Wir haben endlich einen Sonnenuntergang. Wir haben echt drei Abende jetzt. Das ist der dritte. Gewartet. Der dritte Abend, ja. Endlich mal was brauchen wir. Ja, wir sind hier auf dem Preußenturm. Ich denke mal, Jenny hat euch schon rumgeführt. Wir sind hier in keine Ahnung wie viel Metern Höhe. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Steht auch nicht da. Ja, runterfallen will man hier nicht. Auf jeden Fall so ein Holzgestell einfach. Und da aber sieht ganz robust aus. Unten. Und da haben wir Bad Suderode. Genau, da unten seht ihr Bad Suderode. Und das heißt, wir müssen jetzt auch noch die Berge runtersteigen. Puh, wie viele Meter mögen es sein? 50, 60? Ja, kommt hin, oder? Ja. Schön jetzt nochmal felsigen Weg runter und dann ab ins Bett. Genau. Da seht ihr nochmal die Sonne, wie sie gerade runtergeht. Und mit diesem Bild verabschieden wir uns bis morgen. Ciao! Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Guten Yay. Morgen, Basti. Ach, hallo. Wenn ich das schon sehe, wird mir übel. Wo sind wir denn? Wir sind in Thale. Wir sind heute so 12 Kilometer gefahren und gucken uns jetzt das Bodetal an, schön am Fluss. Und genau. Danach ja, geht es damit nach oben. Genau, mit der Kabinenbahn zum Hexentanzplatz hoch. Und da werden wir nicht nur auf Hexen und Teufel und anderes Getier treffen, sondern werden auch ein bisschen wandern gehen, vielleicht die Rostrappe erkunden und mal sehen. Wir schauen mal. Wir sind jetzt angekommen auf dem Hexentanzplatz und wir stehen da jetzt nicht. Wie ihr seht, das ist nämlich hier das Bodetal, das wir hinabblicken. Und hier ganz hinten in der Ecke seht ihr so ein bisschen Thale. Aber auf dem Hexentanzplatz ist es einfach so voll, dass wir da überhaupt gar keine Möglichkeit haben zu filmen. Und deswegen macht Basti Fotos, wie immer. Aber mit Jennys Kamera. Aber mit meiner Kamera. Nee, wir konnten nämlich nicht filmen, weil ich habe gar nicht so viele Anträge für die DSGVO dabei. Ah, so ein Ich habe immer nur 50 dabei und das waren eindeutig mehr. Das waren mehr als 50 Menschen, ja. Deswegen haben wir es einfach aufgegeben. Naja. Weiter in den Wald, wo vielleicht wirklich Hexen leben. Ja, wer weiß. Vielleicht steht doch gerade einer hinter der Kamera.
Na, wir sind jetzt hier im Wald unterwegs und auf der Suche nach den Hexentanzplatz-Hexen. Wir haben vorhin schon zwei gesehen, tatsächlich. Ich dachte, die sind nur auf dem Hexentanzplatz. Nein, die sind auch im Wald versteckt. Echt jetzt? Ja, deswegen suchen wir... Du führst mich also zu dem Nest hin? Ja, wer weiß, was ich hier tue. Was soll denn der Mist? Wir sehen uns später bei den Hexen. Ja, liebe Leute, das traurigste Stück Bad Suderodes steht hier. Nicht ich. Nicht Jenny. Das war gerade irgendwie perfekt, ne? Nein, das Gebäude hinter uns oder diese Anlage hinter uns. Das Kurzentrum Bad Suderode. Kurzentrum, also hier war früher, steppte früher mal der Kurbär. Der Kurbär? Der Kurbär, das ist irgendwie witzig. Genau, und das ist aber alles mittlerweile verlassen. Ich glaube, seit 2013. Ja, genau. Also früher sind hier ganz viele Rentner gewesen. Vielleicht auch junge Leute, weiß ich nicht, aber vor allem Rentner. Die sind immer noch da. Ja, es ist ja eine Kur. Ein Kurzentrum. Ja. Und wie gesagt, hier ist alles relativ neu gemacht. Ihr seht da selbst die Stühle stehen noch. Genau, und auch noch irgendwelche Tischkarten mit Kaffee oder so. Deswegen dachten wir, eigentlich ist hier noch was los. Aber hier ist absolut tote Rose. Hier ist nichts mehr. Wie gesagt, seit 2013 steht das Ding hier leer. Und das ist eigentlich relativ schade, weil es relativ neu ist. Ja, es sieht relativ neu gemacht aus. Es steht auch im Internet zum Kauf drin für 5,5 Millionen. Zumindest war es letztes Jahr so. Voll funktionsfähig. Also scheint wirklich noch alles zu funktionieren. Aber wie gesagt, seitdem das hier leer steht, ist natürlich hier, holt sich die Natur natürlich ihr Land zurück. Und das sehen wir vor allen Dingen hier. Ja, auf der einen Seite natürlich extrem traurig, auf der anderen Seite natürlich für viele Leute, die auf sowas stehen wie Lost Places und so, natürlich auch hochinteressant. Also es war bestimmt früher immer so ein kleiner Park, wo man sich einfach, weiß ich nicht, zur Ruhe setzen konnte. Ja. Und hier ist wahrscheinlich irgendwie auch so Wasser durchgelaufen, stelle ich mir mal vor, weil hier so ein kleiner Bach lang läuft und alles ist verwachsen und sieht echt schön aus. Also es hat was, aber es ist irgendwie auch traurig und schade. Ja. Das ist jetzt irgendwie so zugrunde gegangen. Also es ist wirklich eine ziemlich große Anlage. Das Parkhaus gehört auch noch dazu, da waren wir auch schon drin. Und es ist wirklich ein richtiger Komplex. Hier auch der Behringer Brunnen. Genau, der Behringer Brunnen. Das ist ja eine Calciumquelle, aber hat hier eine Calcium-Heilquelle. Und dazu gehört auch der Brunnen. Aber das Calciumwasser läuft hier noch. Genau, also das Calciumwasser läuft und es ist irgendwie einer der höchsten Calciumgehalte Europas. Genau. Irgendwie so, also es ist wohl richtig... Schmeckt richtig schön salzig, das Wasser. Wenn wir einmal so rumgehen, kommen wir noch zu dem Hauptgebäude von dem Kurzentrum. Und da war früher so irgendwie auch mal so eine kleine Sohle drin, so ein kleines Sohlebad oder so ein kleines Thermalbad. Was du alles weißt. Ja, da habe ich mich gelesen. Genau, hier das Badehaus. Genau. Dann sehen wir hier Kurverwaltung. Wie gesagt, sieht alles tatsächlich noch relativ neu aus. Sieht neu aus, aber ich glaube, die versuchen das hier irgendwie auch in Stand zu halten. Damit einfach, wenn ein Käufer da ist, dass er nicht alles aufbauen muss. Genau, dass er nicht nochmal alles neu. Hier sieht man auch mal. Also, das hier war das Kurhaus an sich mit einem Saal und einer Bühne. Also, sogar das Restaurant, Küche, das Kurmittelhaus. Mit Ruhestätten, ein Außenbecken und ein Innenbecken. Und hier war die Kurverwaltung. Und die Gebäude wahrscheinlich drumherum
waren dann wahrscheinlich irgendwie auch, keine Ahnung, die Aufenthaltsräume bzw. ja, die Zimmer, ja, der Kurgäste. Ja, ja, schon ein bisschen traurig. Ein bisschen schade, ja. Wie das alles mehr und mehr zugrunde geht. Ja, genau. Hallo meine lieben Freunde des geschriebenen Wortes und willkommen zur neuen Folge des Buchclubs. Heute mit dem Thema Chagall in neuem Licht. Dazu eingeladen habe ich die Bestseller-Autorin Jenny K. Rowling. Herzlich willkommen im Buchclub. Guten Tag. Und Sie möchten uns heute über Ihre zweitägige Reise durch den Harz erzählen. Ja, genau. Also es geht heute nicht um Chagall, so wie Herr von nah bis fern das sagte, Herr von nah bis fern, sondern es geht um einen Wandertour im Harz. Ja. Und ich habe eine zweitägige Wandertour bzw. eine zweitägige Reise durch den Harz unternommen, wie man hier auch so schön sehen kann. Da belese ich mich jetzt noch zu weiteren Wanderrouten. Und wir sind in Bad Soderode gewandert den ersten Tag, auf den Preußenturm und durch das Selgetal, vorbei an fließenden Gewässern und Wasserrädern und dunklen Fledermaushöhlen und hohen Aussichtstürmen. Also bis auf die hohen Aussichtstürme war da nichts so. Das fließende Gewässer habe ich geflossen, das weil das ausgetrocknet war. Und ja, die Fledermäuse haben nicht gesehen, die Fledermaushöhlen waren. Genau. Ja, auf jeden Fall. Gestern waren wir dann im Tal für einen Tag, sind durch das Bodetal gewandert und haben tatsächlich fließende Gewässer angetroffen, wunderschöne Wasserfälle. Was sagen Sie zu der Aussage eines etwas bekannteren Fotografie-YouTuber, der behauptet hat, das Bodetal wäre nicht so reizvoll? Das kann ich nicht bestätigen. Das kann ich nicht, finde, bestätigen. Ich finde, das Bodetal ist definitiv ein Ausflug wert. Es ist das schönste Tal meiner Meinung nach im Harz. Das ist sehr schön. Ja. Und dann sind Sie am zweiten Tag durchs Bodetal gewandert? Ja, und sind auf den Hexenhansplatz gefahren mit einer Seilbahn, einer Kabinenbahn. Das ist sehr und dann haben wir oben Frau Hexe persönlich und Herrn Teufel getroffen und den Herrn Homunculus. Und dann sind wir noch weiter gewandert zu verschiedenen Aussichtspunkten und sind dann mit einer Bahn nach unten ins Bodetal gesaust, auf einer Besenbahn. Und dann sind wir wieder hochgefahren und haben weiter die Gegend erkundet. Können Sie noch mal simulieren, wie Sie geschrien haben, wenn Sie auf dem Besen saßen? Ich habe nicht geschrien. Okay. Ich muss nur dazu sagen, dass diese Bahn nicht unbedingt für einen sehr großen und einen sehr kleinen Menschen konzipiert ist. Also zumindest hey, für jemanden, der 1,90 Meter groß ist. Zwei Erwachsene ist nicht. Zwei Erwachsene war sehr eng. Luft kaum vorhanden. Aber es war ein Abenteuer. Ja, nee, und dann sind Sie sicherlich wieder mit der Seilbahn runtergefahren? Ja, genau, sind wir mit der Seilbahn runtergefahren und sind dann noch durch den Funpark gelaufen und haben uns die Fahrgeschäfte angesehen. Ja, es ist sehr interessant. Ja. Ja, aber sonst hat Ihnen das Hotel sehr gefallen? Das Hotel war ein Traum. Es war mit das schönste Hotelzimmer, was ich jemals hatte. Und ich war schon in sehr vielen Hotels. Und, Sie sind ja auch eine Bestsellerautorin. Wie Sie zum Beispiel auch sehen, dieser Erker hier, das ist schon was Besonderes. Ja, da haben wir jetzt nicht jedes Hotel zum Studio umgemünzt. Genau. Ja, liebe Leute, das war der Buchclub für heute mit der Bestseller-Autorin Jenny K. Rowling. Es war mir eine Freude. Wir begeben uns jetzt weiter auf die Reise und wir wünschen Ihnen noch einen gesegneten Sonntag und bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zum Green Magazin mit dem Parkcheck zum Funpark Thale. So, jetzt musst du auch textmäßig alles einsprechen. Okay.